In One Piece sind im Laufe der Jahre jetzt über 200 Teufelsfrüchte bekannt. Von der Gattung Paramecia, Zoan und Logia. Die eine Teufelsfrucht besser als die andere Teufelsfrucht. Und natürlich weiß man nicht, bevor man die Frucht isst, welche Kraft man erlangt. Und da kann man unter anderem auch mal ins Klo greifen und eine total nutzlose Paramecia-Frucht kriegen, die einen kämpferisch oder so allgemein nicht viel nützt. Oder du kriegst eine Frucht wie zum Beispiel die Donnerfrucht, die Donner-Logia, die Kraft von Enel, was natürlich dann der Jackpot ist. Wie dem auch sei, will ich euch heute meine Top 10 Teufelsfrüchte vorstellen. Denn völlig subjektiv, welche Frucht ist meine Lieblingsteufelsfrucht? Eine Top 10, wirklich nur subjektiv, nicht nach Stärke geordnet, aber dennoch interessant. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Und wie eben kurz schon erwähnt, auf Platz 10 haben wir die Donnerfrucht von Enel. Ich persönlich muss sagen, es fiel mir schwer. Es fiel mir wirklich schwer, eine Top 10 von meinen Lieblingsteufelsfrüchten zu machen. Und gerade mit der Donnerfrucht ist es ziemlich schwer, denn diese Frucht ist sowas von overpowered. Ihr habt gesehen, was Enel allein schon zu Skypiea-Zeiten damit anrichten konnte, ohne dass er bewusst Haki benutzt hat. Also er konnte zwar dieses Mantura benutzen, indem er Gedanken liest und sowas, ja eine Art von Vorordnungshaki war, aber halt nichts bewusst. Und er hat das ganze Birka-Königreich, was eine Himmelsinsel sein sollte, die zerstört wurde von Enel komplett, die hat er komplett in Schutt und Asche gelegt mit Hilfe der Donnerfrucht und einfach mit einem Schnipser sozusagen und noch einer beliebigen Voltanzahl Blitze zu erschaffen, die auf Gegner niederprasseln, ist einfach sowas von geisteskrank. Und jetzt stellt euch mal vor, was bringt euch denn Haki? Selbst Haki bringt dir eigentlich gar nichts gegen diese Blitz-Donner-Angriffe von Enel. Natürlich erlaubt es dir Haki, ihn anzugreifen und nicht durch ihn durchzuschlagen, wenn er in seiner komischen Blitzform ist, aber trotzdem können die externen von ihnen abgeschossenen Blitze ja trotzdem die Leute treffen, selbst wenn sie Haki benutzen, setzt es diese Person unter Strom. Und das will ich unbedingt mal sehen. Ich wünsche mir Enels Rückkehr und ich wünsche mir sein Auftreten jetzt in der neuen Welt. Und vor allen Dingen wünsche ich mir mal den Effekt der Donnerfrucht mal auf andere Charaktere zu sehen. Vielleicht sogar starke Charaktere. Ich glaube, wir alle träumen von einem Kampf zwischen einem jetzt noch stärkeren Enel, der vielleicht Haki noch trainiert hat über ein paar Jahre jetzt, gegen Kizaru, gegen die Funkelfrucht. Wie geil wäre dieser Kampf? Natürlich würde ich jetzt auch sofort sagen, Kizaru würde ihn platt machen, aber trotzdem würde ich den Kampf gerne mal sehen. Auf meinem persönlichen 9. Platz habe ich die Drachenfrucht von Kaido. Warum fragt ihr euch? Ja, ich kann euch das gar nicht richtig beantworten, eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich finde einfach die Drachenform, so wie er aussieht, in der Drachenform richtig cool. Das sieht geil aus. Er sieht aus wie ein cooler Drache. Trotzdem hat die Drachenform noch so einen bitteren Beigeschmack irgendwie, dass er so ein bisschen träge darin wirkt. Er hat natürlich einen brachialen Angriff mit dem Boro Breath und noch anderen Angriffen, die er wahrscheinlich drauf hat, die einfach verheerend sind, wo er einen ganzen Berg einfach pulverisieren kann, was ja schon auch für die Stärke der Drachenfrucht spricht und ist ja auch eine mystische Zoan-Frucht, so wie es scheint. Wir wissen leider noch fast gar nichts zu dieser Frucht, was natürlich ein bisschen traurig ist, was jetzt aber natürlich in dem Onigashima-Arc, in dem Kampf jetzt gegen Kaido, enthüllt wird, wie die Frucht richtig funktioniert, was das für eine Frucht ist und was für Attacken er noch drauf hat. Das will ich unbedingt sehen. So ist er schon auf Platz 9 gelandet bei mir, weil mystische Zoan-Früchte finde ich sowieso immer interessant und ich habe persönlich richtig, richtig große Hoffnungen in die Hybridform. Deswegen alleine schon ist er auf der Platz 9. Wir haben sie nicht mal gesehen. Ich weiß nicht mal, ob sie existiert, aber bei jeder Zoan-Form gab es bis jetzt eine Hybridform zwischen der Tierform und der Humanoiden oder dieser Oni-Form von Kaido. Davon so ein Mittel Ding, was auch bei Zoan-Nutzern oft die stärkste Form ist, sind einfach die Hybridformen. Und deswegen ein Drache und ein Oni, da so ein Mittelding, dann mit einer Keule, mit Flügeln oder so. Also meine Vorstellung sieht ja in der Hybridform ultra krass aus. Und ich sag mal so viel, wenn die krass inszeniert wird und es cool aussieht und wir irgendwie noch mehr von der Frucht erfahren, so an irgendwelchen besonderen Fähigkeiten, dann hat es wirklich Potenzial, meine Lieblings-Zoan-Frucht zu werden. Eine meiner Lieblings-Paramecia-Früchte ist auf jeden Fall die Mochi-Frucht von Katakuri. Ja, Leute, auf Platz 8 habe ich die Mochi-Frucht. Ihr habt es erst gesehen im Whole Cake Island Arc, was die Frucht kann. Sie ist ja wirklich fast so ähnlich wie die Gum-Gum-Frucht. Meiner Meinung nach sind die irgendwie relativ identisch. Natürlich klebt man in dem Mochi fest. Er kann mit dem Mochi auch noch eigenständige Dinge erschaffen, sozusagen eigenes Mochi erschaffen. Und er hat ja sogar eine Lösung gefunden, wie er in der Art sogar seine Mochi-Kraft zu einer Logia-Kraft macht, indem er sich sozusagen in dem Mochi selbst bewegt und man ihn sozusagen nicht treffen kann. Ihr habt es gesehen gegen Katakuri, wo Ruffy ihn angegriffen hat. Also was Katakuri rausgeholt hat aus der Frucht, ist glaube ich schon so gut wie das Maximum. Trotzdem muss ich sagen, ich finde es schade, dass wir so von Katakuri jetzt mit Hilfe des Mochis keine Transformation gesehen haben. Wir haben natürlich gesehen, wie er selbst zum Donut wurde und so. Okay, das war eine Art Transformation. Ich meine aber sowas wie Gear 4 oder so ein Snake Man, aber halt mit Mochi anders so ein bisschen gebaut. Hätte ich mir auch vorstellen können, dass sowas noch kommt, dass er einfach auch Ruffy kopiert dann auf eine andere Art und Weise. Ist dann nicht mehr so gekommen, aber trotzdem Mochi. Also ich glaube, uns alle hat es überrascht, wie vielfältig denn doch die Frucht war. Und deswegen Platz 8. Auf Platz 7, und das tut wahrscheinlich vielen im Herzen weh, weil sie das höher gerankt hätten, ist die Bebenfrucht, die Gura Gura no Mi.
Chemie von Whitebeard, beziehungsweise jetzt von Blackbeard, und es ist für mich eine der stärksten Paramecia-Früchte. Es wurde sogar gesagt, dass es die stärkste Paramecia-Frucht ist. Meiner Meinung nach gibt es noch eine stärkere, aber ich kann sagen, die Bebenfrucht ist die Paramecia-Frucht mit der stärksten Zerstörungskraft, mit der größten Zerstörungskraft. Wenn man natürlich noch die Gravitationsfrucht von Fujitora berücksichtigt und so, aber trotzdem würde ich sagen, die Bebenfrucht ist allen anderen Paramecia-Früchten, was die Zerstörungskraft angeht, die rohe Gewalt letztendlich, da ist sie allen überlegen. Trotzdem gibt es eine, meiner Meinung nach, die noch stärker ist. Wie anfangs erwähnt, geht es zwar nicht hier um Stärke, trotzdem bei so einer Demonstration wie bei Marineford, und jetzt ist die Frucht ja auch noch von dem Hauptantagonisten von Blackbeard in der Hand, ist das einfach noch eine der wichtigsten Kräfte in One Piece, und ich liebe Whitebeard. Ihr wisst, Whitebeard ist einer meiner Lieblingscharaktere, deswegen muss die Frucht hier rein. Also, eine Frucht, die auch hier rein muss, ist meiner Meinung nach die Schwebefrucht von Shiki. Ich wurde immer gefragt, was ist meine Lieblingsfrucht in One Piece, und jahrelang habe ich jetzt auf YouTube auch immer gesagt, so, die von Shiki ist meine Lieblingsfrucht, was aber im Laufe der Jahre jetzt ein bisschen hinfälliger wurde, wenn man One Piece mal als Ganzes betrachtet und auch die Fähigkeiten von normalen Leuten schon betrachtet, denn die Schwebefrucht gibt dir erstmal die Kraft, selbst zu schweben. Man kann die Schwerkraft sozusagen aufheben von sich selber, aber auch von anderen Gegenständen und andere Gegenstände zum Fliegen bringen und die auch dann beeinflussen bzw. steuern. Und das finde ich extrem geil, aber halt dieses selber fliegen können. Überlegt mal, wann kam Strong World raus? 2010? 2011? 12? So irgendwie dann, wo es halt noch vorm Timeskip war und wo Fliegen in One Piece einfach völlig übertrieben ist. Aber jetzt kann gefühlt jeder Charakter mit dem Skywalk fliegen oder Ruffy mit seinem Gear 4 oder jeder hat irgendwie eine Fähigkeit zu fliegen. Doflamingo mit Fäden und jeder kann irgendwie fliegen. Und das Fliegen letztendlich, was bei Shiki noch so gehighlightet wurde, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ist gar nicht mehr so krass. Deswegen nicht mehr Platz 1, aber trotzdem eine coole Paramecia-Frucht. Natürlich kann man sich streiten, ist es Canon, ist es nicht Canon. Shiki ist Canon, der ist schon aufgetreten im Manga richtig von oder im Canon-Manga. Nur die Frucht halt nicht, außer in Episode 0. Auf dem 5. Platz in der Mitte haben wir die Phönixfrucht, meine bestbewerteste und höchstplatzierteste Zoan-Frucht. Und hättet ihr mich da auch gefragt vorm Timeskip, man kann mit der einfach fliegen und so, war sie auch noch höher, Leute. Aber dieses Fliegen ist halt kein Argument mehr jetzt für eine Teufelsfrucht. Trotzdem, die regenerativen Fähigkeiten, auch die Heilungseffekte, die Marco jetzt anwenden kann auf andere Charaktere, um sie zu heilen und so, ist einfach, Leute, das ist zu krass. Und ich wünsche mir eigentlich jetzt noch, weil Marco ist gerade da, wie geil ist das eigentlich, dass er gerade im aktuellen Onigashima-Arc mit im Kampf jetzt involviert ist, wünsche ich mir noch Angriffe und Fähigkeiten dieser Frucht, dass wir das mal sehen. Auch, dass er immer mal angreift. Wir haben immer nur gesehen, dass er rumfliegt und hier und da mal tritt, aber mal so einen richtigen Angriff, den er auch namentlich rausschreit, Marco, so. Und vielleicht irgendwas mit diesem blauen Feuer oder so einen Angriff noch vielleicht starten kann. Das wünsche ich mir. Aber ey, unsterblich zu sein, sich immer zu regenerieren, er ist ja wirklich unsterblich. Es sei denn, natürlich Seestein, Wasser oder so, das ist klar. Aber das ist ja sowas von overpowered und ich bin mir fast schon sicher, dass es so ähnlich wie bei der Totenreichfrucht ist, dass wenn du stirbst bei der Phönixfrucht, dass du dann auch vielleicht so eine Art ein zweites Leben kriegst. Aufgrund dieser Phönix aus der Asche, aus dieser Spruch, Leute, das ist einfach das, was man verbindet mit einem Phönix, dass er aus seiner Asche wieder als Küken aufersteht. Und da bin ich echt gespannt, ob wir da nochmal was sehen, ob Marco dann als kleines Kind, als Neugeborenes denn wieder da in der Asche liegt oder ich weiß nicht, wie Oda das machen will oder ob er komplett auf diese Sage dann scheißt oder so, kann auch sein. Wir werden sehen, Leute, auf jeden Fall Marco mit der Phönixfrucht, Platz 5. Auf dem 4. Platz haben wir jemanden, der gegen Marco schon gekämpft hat und zwar auf Marineford und zwar ist es Kizaru mit der Funkelfrucht, die bei mir auf 4 gelandet ist, weil sie einfach so krass ist, Leute. Es ist auch nicht die Lichtfrucht, im Deutschen heißt sie die Funkelfrucht, im Japanischen ist es eigentlich Licht, wenn man es so übersetzt. Wie dem auch sei, kann man sich mit der Teufelsfrucht in Funkeln auflösen, in kleine Lichtpartikel auflösen und wieder sich woanders denn materialisieren, als Person wieder auftauchen, so. Es ist fast wirklich Lichtgeschwindigkeit in Anime, also in One Piece, kann er sich einfach so fast schon wie Son Goku, momentane Teleportation, kann er sich fortbewegen und Leute, ihr wisst schon, er kann einfach mit einem Finger einfach, so wie Freezer auch, die Leute durchlöchern und es ist einfach eine der geilsten Früchte, die schnellste Frucht, auch wenn Kizaru nicht gerade von seiner Redensart der schnellste ist. Den 3. Platz brauche ich gar nicht groß vorstellen und zwar die Gum-Gum-Frucht, die Gummifrucht von Ruffy. Sie ist so vielfältig. Am Anfang habe ich gedacht von One Piece, okay, was kann man damit schon Großartiges machen? Er kann sich ein bisschen dehnen, kann seinen Arm strecken, kann seine Beine strecken, okay. Kugeln können die nichts anhaben, die werden zurückgeprallt, okay, das ist, kann man alles noch so verkraften. Aber dann, wo es losging mit Gear 2, was ja auch mit seiner Frucht zu tun hat, mit Gear 3, Knochenballon, Gear 4, Snake Man, Leute, was hat Ruffy schon rausgeholt aus dieser Gummiteufelsfrucht? Das klingt fast schon albern, wenn man jemanden One Piece erklärt, beziehungsweise jemanden das erklärt, der One Piece nicht kennt, dass der Protagonist eine Gummiteufelsfrucht gegessen hat, dass er aus Gummi ist sozusagen. Ey, da kann man sich doch gar nichts drunter vorstellen. Und dann haut Ruffy einfach solche Techniken raus. Und glaub mir, das war noch lange nicht die Spitze des Eisbergs, was wir noch sehen werden von Ruffy. So, jetzt kommt der Kampf um den Thron letztendlich. Der 2. Platz ging an die Finsternisfrucht von Blackbeard. Ich habe sie einfach so weit oben, weil sie auch noch ein großes Geheimnis mit sich bringt. Erstmal natürlich, wie funktioniert sie richtig? Es ist eine Logia-Frucht, aber sie funktioniert nicht wie
wie Logia-Früchte. Es gibt eine Art Paralleluniversum. Es zieht Teufelsfrüchte an, also auch so absurd. Und ich glaube auch, dass Blackbeard Teufelsfruchtseelen entnehmen kann. Und all das hat auch was mit der Finsternisfrucht zu tun. Dazu kommt noch, dass Blackbeard wusste, dass es die Finsternisfrucht gibt. Er hat sie richtig gesucht. Er hat sie im Buch der Teufelsfrüchte wahrscheinlich gesehen und so. Da bin ich echt gespannt drauf. Das große Geheimnis um die Finsternisfrucht. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich die Königsteufelsfrucht ist von allen sozusagen. Trotzdem gibt es noch eine, die bei mir höher gerankt ist, und zwar die OP-OP-Nomie von Law ist meine Lieblingsfrucht, meine wirklich Top 1 Frucht in One Piece, weil es einfach, Leute, was kann man mit der Frucht alles machen? Man kann einfach einen Raum erschaffen, in dem man Gott gleich handeln kann. Man kann Körper auseinander trennen, man kann Körperteile austauschen und was nicht alles. Also es ist so heftig und ich bin gespannt und ich will eigentlich jetzt mal sehen, dass Law, obwohl er jetzt gerade zurück ins U-Boot gegangen ist im aktuellen Kampf, was ich schade finde, dass er sich so zurückzieht, was wahrscheinlich aber taktisch auch wieder ist. Ich will aber sehen, wie er mal mit seiner OP-OP-Nomie gegen Kaido oder gegen Big Mom, wirklich gegen jemanden richtig, richtig starken antritt und sie auch benutzt und damit auch vielleicht mal durchkommt, dass wir sehen, okay, nicht nur in der Theorie sind solche Früchte krass oder so eine von Bonnie, dass sie mit einer Berührung jemanden zum alten Opa oder als Neugeborenen sozusagen verwandeln kann, sondern dass es auch mal passiert. Nicht nur in der Theorie, in unserem Kopf ist das möglich, sondern dass Oda das vielleicht auch mal macht, dass er sich mal entscheidet, Law, zerteilt jetzt einfach mal an Kaido. Macht es einfach, weil theoretisch ist mit der Frucht alles möglich. Das einzige Manko wäre halt immer der Radius, die Größe des Rooms, aber da haben wir schon auf Punk Hazard gesehen, der kann einfach die ganze Insel zu seinem Room machen. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach so gut wie kein Manko bei der Teufelsfrucht. Und ich will Law jetzt auch nicht haten oder so, aber ohne seine Teufelsfrucht ist Law, ich will nicht sagen ein Niemand, aber ist auf jeden Fall nicht mal ansatzweise so stark und kämpferisch begabt wie mit der Frucht. Wie dem auch sei, schreibt eure Top 10 mal in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich, was ihr so auf eurer ersten Position so habt für eine Frucht. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.